Hallo liebe Zuschauer, heute zeigen wir das Spiel Geister, Geister, Schatzsuchmeister. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. Hallo liebe Zuschauer, heute stellen wir euch Geister, Geister, Schatzsuchmeister vor. Ein Kinder- und Familienspiel, so würde ich es mal bezeichnen, auch wenn es im Jahr 2014 zum Kinderspiel des Jahres gewählt wurde. Es ist nämlich ab 8 Jahre. Der Elias ist 6 Jahre und kann das deswegen auch schon sehr gut mitspielen, weil er die Buchstaben kennt, die Zahlen kennt er auch. Und da wir es kooperativ spielen, kann man das natürlich gemeinsam agieren und sich gemeinsam Tipps geben. Genau. Also die Buchstaben muss man auf jeden Fall können. Wenn ein Kind die Buchstaben können, die Zahlen kann und durchaus etwas spielaffin ist, dann kann es spielen. Bin schon fast im Fazit drin, aber wir wollen es euch natürlich noch zeigen. Wie gewohnt zeige ich die Regeln, kurz den Aufbau, denn dann zeigen wir euch einige Gameplay-Sequenzen und am Schluss gibt es ein Fazit. Wir spielen das Ganze erst einmal nach den Grundspielregeln. Die Besonderheiten der fortgeschrittenen Version, die erzählen wir euch am Schluss im Fazit. In den Grundspielregeln geht es darum, dass wir hier zwei Figuren sind. Jeder hat so eine Figur und hat auch so einen Rucksack. Die sind richtig schön gemacht, die Figuren. Ja, und im Rucksack sammle ich diese Diamanten. Und diese müssen wir aus diesem Geisterschloss quasi herausbringen. Allerdings haben wir ein kleines Problem, oder? In dem Spiel. Nämlich, immer wenn wir uns bewegen wollen, zeigt der Würfel auch an. Ich sag's dir. Ja. Also man würfelt mit diesem Würfel, da ist eine 1 bis 5 drauf und mit Geistern, dann ist noch eine 6 drauf ohne Geist und das heißt eine Karte aufdecken und ausführen. Das, was da abgebildet ist, ist fast alles egal. Ihr müsst nur auf die Buchstaben achten. Dann nehmt ihr so eine kleine... so gelb-grünen Geist und setzt den auf den Buchstaben hier. Wenn drei grüne Geister auf einem sind, nachkommt der rote. Den könnt ihr nur besiegen, wenn ihr zu zweit oder mit mehr seid. Dann müsst ihr mit den zwei würfeln. Wenn ihr mit Rote treibt, müsst ihr trotzdem mit zwei. Und wenn ihr dann die zwei Zeichen gewürfelt habt, zweimal rot, dann habt ihr ihn besiegt. Der kommt wieder raus. Ihr habt verloren, wenn alle 6 Geister drin sind. Spukgeister. Und wir können auch im Verlauf der Partie gegen die grünen Geister kämpfen, weil je nachdem wird es ja knapp. Da muss man grün würfeln. Genau. Ihr merkt, so schwer ist es gar nicht. Wir gewinnen das Spiel, wenn wir alle Diamanten rausholen. Wir verlieren es, wie der Elias super gerade erklärt hat, wenn alle Spukgeister kommen. Und das ganz Weiße heißt Pech gehabt. Das wollen wir hoffentlich nicht würfeln. Ja, und jetzt steigen wir einfach mal an. Und zeigen euch, wie das Ganze verläuft. Ich lege hoffentlich immer den Würfel hier, dann seht ihr auch das Ergebnis. Das heißt, der Elias würfelt jetzt erst einmal. Und er hat eine 4 gewürfelt. Zuerst zieht er eine Karte. Schau, dieses Symbol hier ist egal, nur den Buchstaben. Okay, was hast du für ein Symbol? Also da ist ein F. Genau, und ein und F. Und da kommt jetzt der F. Der zweite. Ja. Und jetzt, wie weit darfst du dich jetzt bewegen? 4 Felder. Okay. 1, 2, 3. So, Elias, erklär mal den Zuschauern, du bist nur 3 Felder gefahren. Man kann noch kürzer wie die Zahl laufen. Sehr gut. Und jetzt? Jetzt, hier ist ein Diamant. Das ist echt gut gemacht. Das steckt man hier hinten rein. Das ist super gemacht. Ich muss gegen den kämpfen, wenn man und mit einem Würfel. Jetzt will ich ganz kurz den Zuschauern noch sagen, ihr seht hier die Felder. Jedes Zimmer ist ein Feld. Und so kann man sich auch schneller bewegen. Jetzt würfelt der Elias und er hat rot gewürfelt. Klappt nicht. Übrigens, nicht so einfaches kooperatives Spiel, wo man immer gewinnt. Da muss man schon etwas Glück haben. So, ich habe eine 3 gewürfelt. Jetzt kommt gleich wieder eine Karte. Und auf dem Buchstaben... Bei der 6 wird keine Karte gezogen. Das hoffen wir. C. Auf dem Buchstaben C kommt ein Geist. Wo ist der Buchstabe C? Genau. Och, das wird ja richtig schwer. Dann machen wir 1, 2, 3. Ich hole mir mal den Diamant, dass ich danach habe. Übrigens, da sind Zahlenwerte drauf. Erklären wir euch nachher. Spielt jetzt für das Grundspiel keine Rolle. Dann bist du dran. Nein, das machen wir am Schluss, okay? So. 5 hat der Elias gewürfelt. Knapp vor 6. Auf dem Buchstaben K. Wo ist das K? Okay, da kommt jetzt 1. So, jetzt erkläre ich. Stehen. Ja, jetzt genau stehen. Du kannst doch kämpfen. Ich
mache gleich den. Ehrlich? Du willst denn rauslaufen mit der 5? Dann wärst du gleich draußen. Das ist das kooperative Element. Ihr könnt die Kinder durchaus entscheiden. Du kannst auch kämpfen. Warte mal. Ich lass es dir. 3, 4, 5. Ah, du hast schon hier einen. Oder du laufst raus. Du kannst kämpfen. Deine Entscheidung. Und das ist das Schöne bei dem Kooperativen. Ich kämpf. Sehr schön. Der Elias darf auch die Entscheidung treffen. Keins. So, und jetzt noch eine Regel und dann bin ich wieder dran. Wenn mit dem dritten grünen Geist kommt dann dieser Spuk rein. Das heißt, die drei Grünen kommen raus. Das ist noch was Wichtiges. Wenn jetzt die drei Grünen rauskommen und nachher kommt noch zu dem, nachher kommt zum nächsten Buchstaben. Genau. Also drei Grüne ersetzen einen Spuk. Wird dann diese Karte gezogen, wo der Spukgeist sitzt, geht der Geist zum nächsten. Also der grüne Geist. So, dann bin ich dran. Damit haben wir schon alles. Ups, verlieren wir ja gleich. Gar nicht so einfach, das Spiel. So, 5. Eine hohe Zahl, Elias. B. Okay, da oben. Ich setze ihn rein. Und ich hau gleich ab. Der Rest verfall ich. Wir haben den ersten. Sehr schön. So. Oh, sehr gut. Jetzt haben wir, glaube ich, alle Regeln, weil es gibt die Karte Mischen hier. Es kommt auf jeden Fall kein Geist und der Elias bewegt sich raus. Alle Karten werden wieder gemischt, alle Buchstaben quasi mit der Mischenkarte. Das ist super. Dann bin ich dran. Soll ich da jetzt reingehen oder da? Das ist Risiko. Ja, da, da. Da? Okay, dann gehe ich mal da rein. Ich nehme den jetzt mal Huckepack und ich würfel. Mit einem Würfel. In der Elias bei mir drin steht, darf man einen zweiten Würfel. Also ab dem zweiten Spieler nehmt ihr dann zwei Würfel. Aber ich sitze allein in dem Zimmer, in dem Raum. Ich stehe in dem den Raum. Den musst du besiegen. Ich hoffe, ich besiege ihn. Ja! Wenn ich dann das gemacht hätte, dann hättest du fest. Geklemmt. Ja, wenn nämlich der Spuk kommt, dann hätte ich einen Elias gebraucht. Der hätte mir dann zur Hilfe kommen müssen. Sehr schön. Elias, du wirst würfeln. Oh, super. Wo willst du hin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind schon 2. Okay. Mhm. Und jetzt solltest du auf jeden Fall einen... Schade. Das sind nämlich auch die roten drauf. So kann man die Spukgeister nämlich auch wieder loswerden. 4, 5, 6. Okay, du musst aber trotzdem würfeln. 5. Man muss ziehen. Ha. Wo ist es? Hier. 6. Oh, sehr gut. So, und jetzt kriege ich 2 Würfel. 2 Würfel? Traust du mir nicht? Was? Dann bist du aber schuld. Achtung halt. So. Ja, wir haben es besiegt. Schau mal, wir haben nämlich rot. Ein roter reicht, der kommt nämlich raus. Sehr gut. Noch Haar, da haben wir verloren. 1, 2. Okay. Da jetzt gleich an. Ja. 3. Puh, Glück gehabt. C. Und Glück hast du den da vorhin angefangen. Ja. Ich lauf. 1, 2, 3. Jetzt eine 6. 4. Und bitte Buchstabe. G. G. Atme. H. Und damit kommt der Spuk. Und jetzt habt ihr mal gemerkt, trotzdem, wir haben super gespielt. Danke deine Hilfe. So, und jetzt habt ihr auch mal ein Spiel gesehen, wo wir beide auch mal verlieren. Weil kooperative Spiele, sagt man ja, sind einfach. Nein, die sind nicht immer einfach. Übrigens, bevor wir zum Fazit kommen, warum habe ich diese Karten weggemacht? Und warum tragen diese solche Nummern? Willst du es mit den Zahlen erklären? Manchmal, wenn man es schwerer spielen will. Wenn man es schwerer, genau, dann... Legt man die offen hin und danach muss man die nach der Reihenfolge. Nach der Reihenfolge. Wenn ihr sagt, das Spiel ist zu einfach, spielt es nach dem hier. Dann wird es richtig und schwer. Das bedeutet nicht durch die grünen Türen. Moment, ich zeig's denen mal. Oder? Ich heb's gerade mal hin. Dann kannst du es sagen. Oder so. Das heißt, genau, das erklärt das der Elias schon. Was heißt das? Grüne Tür. Grüne Tür nicht durchgemischt. Verschlossen. Die werden noch durchgemischt. Und hier das gleiche Thema mit. Elias, du darfst sagen. Ja. Mit blauer Tür verschlossen. Genau, mit blauen Türen. Und das musst du erklären. Genau. Ja, manchmal steht viel Text drauf, aber da heißt es, Elias, da heißt nämlich ziehe 3 und mische dann.
also noch mehr Anspruch in dem Fall. Wenn ihr nämlich das Spiel gut kennt und sagt, das gewinnen wir immer, dann probiert die fortgeschrittene Version. Damit kommen wir zum Fazit von Geister, Geister, Schatzsuchmeister. Ein Kinderspiel oder Familienspiel? Beides aus meiner Sicht. Es ist ja ab 8 Jahre für 2 bis 4 Spieler. War wie gesagt Kinderspiel des Jahres 2014. Spielt sich unabhängig von der Spielanzahl wirklich sehr gut. Macht zu zweit auch sehr viel Spaß. Und man gewinnt in diesem kooperativen Spiel nicht immer, was natürlich auch sehr vielen wichtig ist, dass man nicht automatisch jede Partie gewinnt. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, im Elias auch, oder? Mhm. Ja, man verliert natürlich auch öfters. Man muss also viel üben, man braucht natürlich allerdings auch viel Glück in dem Spiel. Ist einfach ein schönes, schnelles Spielchen. Laut Jury-Spiel des Jahres wurde es damals eingegeben als Einstiegshürde durchaus schwer. Ja, schwer würde ich nur sagen, man gewinnt halt nicht jedes Mal, ist aber auch natürlich ganz schön. Die Anleitung hat, glaube ich, 5-6 Seiten, ist alles Wichtige erklärt. Ansonsten hoffe ich, nach dem Video habt ihr alle wichtigen Infos bekommen zu diesem Spiel. Wie findest du es? Gut? Sehr gut? Gut. Ich finde es schon so, fast sehr gut. So. So finde ich es schon fast. Leicht nach oben. Also ein Spiel, was ich empfehlen kann. Warum? Das gilt es ja extra. Daumen Schaut hoch. Mal die Figuren, ihr habt es doch gesehen. Das ist toll, oder? Die Geister, das ist tolles Material. Der Elias will es natürlich gleich nochmal in die Kamera zeigen oder stellt es vor sich auf, weil die Schätze kann man hinten reinmachen. Das ist echt toll. Das ist das gewisse Extra, was das Spiel natürlich hat. Genau, dann sehen es alle Zuschauer. Das ist toll, wirklich gut gelöst. Die anderen 2 Figuren, die habe ich hier drin. Das ist die Farbe Rot und Gelb in dem Fall. Die sehen auch alle ein bisschen anders aus. Also insgesamt, was das Material angeht, kann man absolut nicht meckern. Alles in einem Inlay dann. Bei einem oder anderen ist es ja wichtig, dass man das Material gut verstauen kann. Es ist insgesamt sehr übersichtlich, was das Material angeht. Also, wenn das jetzt für euch was ist und ihr sucht ein... Schaut, hier hinten ist ein Rucksack. Da und da oben ist ein Loch und da steckt ihr dann rein, dass die Zahl da hinten rauszeigt. Genau, so. Und jetzt sind wir bei den... Wenn ihr auf Rot alles drum und jetzt sind wir bei den kooperativen Spielen, Top-Spielen. Und wie gesagt, ich schwank bei dem Spiel zwischen Kinder- und Familienspiel, weil man kann es in Familien nämlich auch super spielen, je nachdem, wenn Kinder... Kinderspiel. Ja, die Jury-Spiel des Jahres hat damals gesagt, es ist ein Kinderspiel, es ist aber 8 Jahre. Ist da noch ein Kinderspiel? Ach, darüber kann man streiten. Schaut rein, ob das, wie gesagt, was für euch ist, abhängig vom Alter des Kindes, von der Erfahrung, von der Spielerfahrung. Es ist auf jeden Fall ein schönes Spiel. Und ansonsten, der Elias ist nämlich gleich am Zusammenbauen und will weiterspielen. Ich sag tschüss. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder ein Abo. Über Abos werden wir uns freuen. Von meiner Seite sage ich mal tschüss. Macht's gut. Bis bald. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hallo Freunde, schön aufgepasst. Hier kommt der Spieleblock zu euch nach Hause.